Tamil Hanten renkt Pferde mit seinen bloßen Händen ein. Er ist der Knochenbrecher. Hast du ihn gehört? Das war der dritte Halswirbel. Der Ostfriese ist für viele verzweifelte Tierbesitzer oft die letzte Hoffnung. Aber die konnte heute Morgen überhaupt nicht laufen, sogar nicht Gassi gehen, gar nichts. Hört das? Wie viel das knackt? Die arme Wirbelsäule. Schätzelein, das sind so ein paar Pupser, ne? Tamil Hanten hilft Tier und Mensch. Jungs, nagelneu. Doch nicht jeder Patient ist mit der Behandlung sofort einverstanden. Bernardina, der beißt den Arm ab, wenn er will. Der hat Kraft. Wollt du duscht worden? Nein, leichte Schläge. Erwin? Den Fassanstich übernimmt Tamil Hanten. Der Knochenbrecher ist als Ehrengast geladen und bekommt das erste Bier. Natürlich im XXL-Format. So. Hermann, Klöte drin. Prost. Prost miteinander. Der Knochenbrecher ist aber nicht nur zum Feiern auf dem Schüttenhof. Hunderte Zuschauer wollen seine besondere Fähigkeit, Tieren zu helfen, live miterleben. Janine Schröder hofft, dass der Ostfriese ihrem Pferd helfen kann. Ja, er ist ziemlich bockig in letzter Zeit und will nicht so richtig laufen. Und ja, da dachte ich, es ist vielleicht ganz gut, die Gelegenheit zu nutzen, weil er gerade hier in der Gegend ist, und da mal hinzufahren und das mal zu kontrollieren zu lassen, ob es vielleicht irgendwo am Rücken liegt und nicht nur an meiner Reitweise. Der Ostfriese nimmt das Pferd und die Reiterin in Augenschein. Das Ganze wird noch besser aussehen, wenn sie lächelt. Du bist ledig, denk da dran. Wenn ihr Mädels Geld ausgebt für einen Hufbeschlag, dann seid da. Die Voraussetzung für einen Hufbeschlag ist Bargeld in der Tasche und das Pferd korrekt vorführen. Tamil redet Klartext. Du musst natürlich ganz oft eine bittere Pille verabreichen, wenn die wieder missbauen mit Beschläge oder schiefen Sätteln oder was. Der Endverbraucher hat heute einfach keine Ahnung mehr. Er wird beschissen an jeder Ecke und das ist das ganz große Problem. Schön festhalten. So, Schätzelein, jetzt müssen wir dir zeigen, wie ein Pferd festgehalten wird. Ich bin eine deutsche Eiche. So, und dann bleibt er stehen. Nie an Hals oder Brust kommen. Du kannst das Pferd vor Kraft sowieso nicht halten. Aber kommst du hier an, dann signalisierst du deinem Pferd, Hilfe, ich muss auf den Arm. Aber er ist es, der Angst haben sollte und sucht bei dir Schutz. Also sei vorne und wenn er nicht will, kriegt er einfach einen an Hals. So ist das. Wunderbar. Hier müssen wir ein bisschen gucken. Die Muskeln sind ein bisschen verkehrt gefasert. Das bedeutet, der Sattel drückt zur Niere. Mit einem Schlüssel löst Tamme im Rücken des Pferdes die Verspannungen. Der 2-Meter-Riese ist für seine feinfühligen Hände bekannt. Doch die können auch richtig zupacken. Fein. So. Hast du ihn gehört? Das war der dritte Halswirbel. Das war das, wie du eben gekommen bist und das Pferd hat den Kopf nach links getragen. Knochenbrecher, so hießen früher die Heiler in Ostfriesland. Sie konnten durch Ertasten erkennen, was Mensch und Tier fehlt. Tamil hat diese magischen Hände in die Wiege gelegt bekommen. Schon sein Opa war als Knochenbrecher unterwegs. Heute hält Tamil diese Familientradition in Ehren und ist weltweit gefragt. So, ist gut. Der Job ist nicht ganz ungefährlich. So mancher Vierbeiner hat Tamil schon einen Tritt vors Schienbein gegeben. So, und hier hatten wir einen verdrehten Fesselträger. Hat ihn. So, Schätzelein. In Schritt hin, und dann biegst du rechts ab und einmal eine Runde Trab. Der Pferdeflüsterer will nicht nur helfen, sondern auch aufklären. Und das macht er auf seine ganz eigene Art. Und dazu hat er natürlich immer auch einen deftigen Spruch auf Lager. Was meint ihr denn, Jungs? Soll sie sich mal frei machen? Was sagst du dazu? Ich glaube, das tut nicht Not. Nächstes Mal. Hermann hält das Mikrofon. So. Ellbogen so. Atmen. Ausatmen.
knackiges Mädel, ich schwör's euch. Bisschen klein so, nicht so klein so, aber das ist ja von der... Klein ist nur tiefer gelegt. Im Computerzeitalter, nicht? Wird alles Mikrochip-mäßig abgehandelt. So, die Hand noch eben. Ist das dein Ernst? So, Hals bewegen. Bücken. Jungs, nagelneu. Also man hat Respekt. Also man ist irgendwie ganz klein plötzlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man lässt sich das auch gefallen. Also ich fand, ich habe ihm schon vertraut, dass er das richtig tut. Fast jede Woche fährt der Knochenbrecher sogenannte Sammeltermine in ganz Deutschland an. Diesmal geht's mit Assistent Marteng in den Schwarzwald nach Gengenbach. Auf dem Bauernhof wartet schon die blinde Christine Seierle auf den Heiler aus dem hohen Norden. Gott, dann wollen wir hier mal im Kopf. Hallo Lessie. Hallo. Maja. Maja ist das. Wollen wir doch mal gucken, was die Maja denn für ein Liebeszündchen ist, wenn sie lieb ist hier. Leicht blau ist die Zunge. Also hier haben wir auch schon ein kleines Problem Richtung Pumpe. Oh. Man kann Herz-Kranzgefäß ein bisschen stärken, da lässt der liebe Gott den Weißdorn für extra für wachsen. Würdest du denn dem rübergehen? Jo, jo. Hier jo. Links rum? Hier rum. Was macht er denn für dich? Erzähl mal. Alles, eigentlich. Sie findet Ampeln, Fußgängerüberwege. Bleib mal da. Klar, sie hilft mir auch sonst über die Straße, wenn sowas nicht vorhanden ist. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für mich. Und du selber, seit wann hast du es, dass du nicht mehr gut sehen kannst? Seit 1980, ist schon eine Weile her. Deswegen komme ich inzwischen auch ganz gut damit zurecht. Aber und wie gekommen? Krank die Augen geworden oder? Hirntumor. Der Sehnerv ist kaputt. So eine Scheiße. Ja. Irreparabel. Ja, darf man so sagen, wie es ist. Aber dann hast du hier einen klasse Kumpel. Wenn der Knochenbrecher zu langt, brechen zwar keine Knochen, aber es knackt schon mal. Für Maja ist die Behandlung auf jeden Fall schmerzhaft. Hund und Besitzerin leiden. Das ist ein Altersfuß. Ja? Gut festhalten. So. Maja, Maja, Maja. So. Und Ruhe ist. Ein Ruck. Gut. Maja, nicht beleidigt sein? Nein, beleidigt sind wir nicht. Beleidigt sind wir nicht. Nee, ich fein. Ja, ist alles gut, ist alles gut. Alles gut. So, nein. Wunderbar. Der Altersfuß, wenn der so schräg, wie wir das haben, und die Zehen kommen so zusammen, dann haben wir so ein bisschen Räume am Fuß. Aber diese kleinen Gelenke, die nicht dorthin gehören, wo sie sind, die muss sich hier hinbewegen. Und das tut nun einmal ein bisschen weh. Ja. Aber das hat sie jetzt schon wieder vergessen, ne, Lessie? Ja. Ich schreibe dir jetzt was auf. Da kannst du auch so mit in der Apotheke reingehen und holst dir das Zeug. Wir geben ihm nämlich so ein bisschen Krattegurt für ein Herz. Okay. Da kriege ich eine Drittelflasche Malzbier. Und da gehst du weg vom Trockenfutter. Der hat so eine trockene Nase. Der muss sich immer die Nase lecken. Ja. Denn ein Wolf kommt nicht auf den Mähdrescher an. Nee. Ein Hund und ein Wolf sind Fleischfresser. So, und da bleiben wir bei und dann kriegen wir das hin. Du hilfst, lässt sie eben mit runter und ich schreibe dir einen Zettel auf und dann haben wir. Okay. Und weißt du, wie das bei mir ist? Wie? Alle Leute, die an so einen Kumpel gebunden sind, Blinde mit ihren Hunden, dann mache ich die Hunde immer gerne fertig und das kostet keinen Euro bei mir. Das ist einfach so, weil wir das immer tun. Alle, die euch, alle, die, ich sollte auch, wenn du Tiere hast, die Menschen so schön helfen können, das ist wichtig, da muss man was für tun. Und ich denke, ihr habt auf Deutsch gesagt, dass ihr nicht die schöne Welt mehr so sehen könnt, sowieso die Arschkarte. Ja, rein. Und darum helfen wir Lessie, dass er die Augen aufmacht für dich und dass du auch weiterhin gesund durch den Straßenverkehr kommst. Ne? Super. Ich schreibe dir das eben auf. Okay, doch. Der große Ostfriese hat eben auch ein großes Herz. Christine Seierle kann erleichtert nach Hause fahren.
Ihre treue Gefährtin Maya kann wieder ohne Beschwerden laufen und sie durchs Leben führen. Tammes Methoden sind anders und genau deshalb kommen so viele zum Ostfriesen. Klassische Schulmedizin haben viele schon hinter sich. Der nächste Patient ist ein wenig bockig. Das ist ein Texelschafbock, ein Zuchtbock. Und der soll zum Kunde und der ist jetzt ein bisschen verletzt. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob man das wieder nachbringt. Die Ostfriesen sind sichtlich beeindruckt. Der Zuchtbock ist gut bestückt. Hör mal, Teng, guck mal. Ja, sieht aus wie du von hinten. Das Kugellager. Wer hat, der hat. Aber der muss decken. Guck mal, vorne rechts. Aha. Siehst du das? Der hat vorne rechts die Schulter so stehen. Was macht er? Ja. Wenn er seine liebe Schafsfreundin begattet, jo, dann lässt er sich immer nach links runtersacken. Das siehst du an der Schulter. Mhm. Er belastet diese Schulter. Guck ihm alleine drauf. Wenn du selber drauf guckst. Mhm. Er geht immer nach links runter und rechts klappt er das Bein hoch. Diesmal darf Assistent Marteng ran. Tamme bringt das beste Teil des Schafbocks auf eine Idee. Was schätzt du, wie schwer ist er? Weißt du, was du ziemlich genau bemerken kannst? Komm mal rüber. So. Hand aufmachen. Jetzt musst du den Beutelmann anheben. Wie ich das liebe. Und die Fehlstellung beim Liebesakt ist mit wenigen gekonnten Griffen beseitigt. Während der Bock wieder an die Arbeit kann, ist jetzt Tammes ganzer Körpereinsatz gefragt. Dieser andalusische Hengst fordert den Knochenbrecher heraus. Der 12-jährige Inventor Ramirez will nicht in den Hänger. Lass uns von hier gehen. Denkste, Tamme. Hola. Alles gute Zureden ist umsonst. Tamme braucht Hilfe. Hier festhalten. Und los. Hola. Tamme, festhalten, kleiner hey. Mann. Hey. Wenn er an der Seite ist, geht's nicht. Hey. Habt ihr nicht in Longe vom Arsch? Lang anfassen. Zweiter Versuch. Der andalusische Hengst bleibt stur. Er war ja so weit rein, da musst du lang anfassen. Ich hab lang. Ab! Wenn ein Pferd immer durchkommt mit seinen Wilden, will uns das aufdoktrieren. Und dann die vielen neugierigen Leute und so und dann alles drum und dran. Jetzt kommt er auf der Diele hier und dann laufen wir drauf. Ein Ostfriese gibt nicht so schnell auf. Jetzt wird halt ein Käfig gebaut. Der Hengst soll keine Chance mehr haben, einfach zur Seite auszubrechen. Für Tamme ist der Umgang mit Pferden reine Erziehungssache. So, da lauf mal rein. Und in der Ecke bleibt es einfach so stehen. So, warte. Doch dank Tammes kleiner List gibt der Hengst sofort klein bei. Seht ihr nämlich was? Das ist reine Verarschung von ihm. Scheiße, sagt er. Ich habe keine Wahl. Ich lauf rauf. Das ist einfach das Schöne an den Tieren. Sie sind intelligent. Kein Raufhauen und kein Tralala nützt. In Ruhe rauf und fertig. Der Gaul ist im Hänger. Nun kann auch der Knochenbrecher weiterziehen. Auf dem Schüttenhoffest in Niedersachsen sind viele Gäste nur gekommen, um einmal den großen Ostfriesen zu sehen. Tamme Hanken nimmt den Rummel um seine Person gelassen. Waltraud, willst du einen Tee oder einen D haben? Ein Tee. Ich habe nämlich auch öfters mal einen mit D dabei. Ja. Ich denke, den fragt man nach. Hast du einen Namen? Ja, Kim. Kim, siehst du, das spart auch Zeit. Wer hat dir denn den Namen Kim gegeben? Der kommt bestimmt von Kim und Korn, oder? Meine Mutter. Ja, das habe ich gedacht. Sowas können bloß Mamas klarkriegen. Man muss das immer so sehen, die Geister, die ich rief.
wer in diesem Zirkus irgendwie seine Werbung hat, der muss ihn mit allem rechnen. Da kann alles passieren, aber es macht immer wieder Spaß. Die Leute sind verschieden und hier, das ist das Schöne eigentlich daran. Wie heißt du denn, Schätzelein? Laura. Laura, siehst du? Schwänzt du die Schule? Nein. Nein? Willst du morgen wieder hin? Ja. Würde ich nicht tun. In Ostfriesland haben die Kinder noch alle Ferien, aber nur bis Oktober. Kammel reitet nicht allein durchs Leben. Ehefrau Carmen ist wann immer es geht an seiner Seite. Heute kümmert sie sich um Tammes Lieblingspferd Jumper. Der Hengst ist genauso störrisch wie sein Reiter. Komm mal ein bisschen rum, Digga. Komm. Hallo. Jumper. Nee, andersrum. Du bist echt ein Klo, ne? Carmen kennt die Stärken ihres Mannes. Er hat eigentlich immer gute Laune und er erzählt immer. Er hat Dönches drauf und er bringt immer einen Spruch, wo man selber denkt, oh Gott, wo holt er das selber her? Und er weiß manchmal selber nicht, sagt er. Aber so ist es dann auch, nicht nur die Dönches, sondern auch die Tipps für Pferdeleute oder für Tierleute insgesamt. Und das ist in die Wiege gelegt. Das ist nicht nur dieses Feinfühlige, was er hat, sondern auch die Ideen, die von seinem Großvater im Grunde genommen geprägt sind, schon als Kind, dass er so Sachen aus der Hausmedizin, alles, was man zu Hause eben früher gemacht hat. Früher gab es ja nicht so viel Chemie rund um Gesundheit, dass er das eben auch lebt. Also das sprudelt irgendwie in ihn rein und er spuckt es so aus, wie es ihm in den Kopf kommt. Carmen und Tamme sind seit 10 Jahren ein eingespieltes Team. Carmen! Hier bin ich, Schätzelein, hier. Hier, guck nach links, Augen nach links. Hallo! Jetzt hat sie mich gesehen. Wir werden dies alles behalten, auch dies. Das ist das erste Mal in 8 Jahren Ehe, dass sie beim ersten Mal rufen kommt. Ich bin heute so stolz, also wirklich. Schätzelein, du musst immer die Hundemütter greifen, die wollen alle mit dir abrechnen. Ah, okay. Der Pferdeflüsterer kümmert sich um alles, was 4 Pfoten hat. Jetzt ist Hund Apollo an der Reihe. Ja, der Hund hat seit ungefähr 2 Monaten das Problem, dass wenn er hochkommt, er Probleme hat und dass das Bein auf der rechten Seite dann so zittert. Wir sind auch noch zum Heilpraktiker gewesen, der hat Akupunktur gemacht, aber das hat nichts gebracht. Der Ostfriese ist für die verzweifelten Besitzer oft die letzte Hoffnung. Knackig ist er auf jeden Fall. Das waren 5 Stück im Innenfuß. Also ein bisschen in der Hüfte hat er es jetzt natürlich auch. Wie lange hat er das schon? Na ja, jetzt so 2 Monate. Da machen wir jetzt eine nagelneue Lassie von. Ist dir klar, nicht? Das ist schön. Die sind hinten, die Füße sind total. Man muss sich gucken, wie beim Menschen ist es ja auch. Die Innenhand besteht ja auch aus den kleinen Wirbeln. Und wenn der Fuß zu elastisch ist, sprich zu warm im Winter und die gehen über dem Frost, dann kommen diese Probleme. Festgefroren, es geht nicht weg, dann lässt er diese Gliedmaßen lassen nach und verschieben sich. So, jetzt wollen wir gleich testen, ob er einmal laufen. So, willst du ihn vorne anfassen? Liebe Gott, hat einen Griff dran, wir setzen ihn runter. Tamme nimmt immer auch die Halter der Tiere in die Pflicht. Die Tipps, das ist einfach so, am besten nehmen die Leute die Tipps auf, die ein bisschen knapp sind mit ihrer Kohle. Die wissen, wenn wir das verändern, können wir Geld sparen und können unser Hobby weitermachen. Und die anderen bleiben auf der Strecke. Die zahlen, zahlen, zahlen. Und ich habe ja genug Hobbyleute dabei, die haben jedes Jahr 2, 3 neue Pferde. Da geht der Gaul in die Wurst, wenn er nicht mehr kann. Und das ist das Problem. Der Höhepunkt des Schüttenhoffestes. Tamme präsentiert sein Lieblingspferd Jumper. Schau, Schätzelein, jetzt will ich dir zeigen, wie man ein Bolognese in Versammlung kriegt. Das ist. Mit dem Zauberwort Hossa. Tambo, wir wollen nicht mit dem Arsch hauen hier. Er muss eine haben. Moment. Wenn ich da bin, ist alles gut. Ja, Tambo, Zügel weg. Der Alte ist da, jetzt wird Vorwärtsgang gemacht. Tamme hat Jumper vor ein paar Jahren in Frankreich gekauft. Der gigantische Hengst ist sein bester Kumpel, der normalerweise nur von ihm geritten wird. Und Bolognese ist einfach ein tolles Hobbypferd. Er ist immer lieb und anständig.
Bei mir macht er sowas nicht. Aber er weiß auch, wir haben nicht so lange Strecken. Wir machen nur von Bierbude zu Bierbude die Runde. Wir sind viele Leute und ich glaube, den Menschen hat es gefallen. Und das ist ganz wichtig. Und besonders freut mich immer, wenn alt und jung kommt, Oma, Opas und Enkel. Das sind ja die, die in 10, 20 Jahren wieder hier kommen und auch unser Fleisch essen von den Tieren und alles drum und dran. Ich soll ja auch so ein bisschen Anregung geben. Wir wollen ja was für die Bauern mit tun. Wir wollen was für die Landschaft tun. Auch Gastgeber und Hofbesitzer Hermann will zeigen, dass er mit seinem mächtigen Zuchtbullen Sammy umgehen kann. So, und weißt du was? Ja. Pferd rein und dann trinken wir ein schönes, kühles, blondes. Vielleicht essen wir eine kleine Wurst dabei, Schätzelein. Muss er hat sich jetzt so angestrengt, jetzt braucht er erst was zu essen. Ne? Ja. Beim Ostfriesen ist wirklich alles groß. Der 2-Meter-Mann hat nicht nur Riesenpranken, sondern auch Durst wie ein Pferd. Kurze Zeit später im weiten Ostfriesland. Über Hankenshof in Filsum hängen dunkle Wolken. Jumper, das Lieblingspferd des Knochenbrechers, ist schwer krank. Unbekannte haben den Hengst offenbar vergiftet. Es gibt ja leider sehr viele Neider. Und ich meine, wenn man an Tamme selber nicht rantraut, was liegt da näher an, sein Lieblingspferd zu gehen? Weil alle anderen Pferde sind fit, auch die, die hier drin sind. Und nur dieser halt nicht. Und der war todkrank, der wollte auch nicht mehr leben. Und Gott sei Dank haben wir den, dank unseres Top-Tierarztes, danke, Jörg, haben wir den Gott sei Dank wieder auf die Beine gekriegt. Carmen weiß, dass der feige Anschlag gegen Tamme gerichtet war und der große Ostfriese mit seinem Lieblingspferd und besten Kumpel leidet. Doch langsam geht's wieder aufwärts. Also das ist eine pure Vergiftung, aber war mit. Ja, ja. Mach's nochmal abdrücken, Hans-Jörg. Ja, Alter, oben lassen. Oben lassen! Auch Tamme Hanken versucht, Jumper zu helfen. Mit einem ganz einfachen psychologischen Trick. Das, was ihm ganz toll geholfen war, dass ich seine Stute, die er auch gedeckt hat, mit Fohlen reingeholt habe. Und jetzt steht er da auch vor. Und so haben wir es jeden Tag gemacht, dass der Hengst in ihm wieder wach wird. Ein Pferd ist auch bloß ein Mensch. Mit dem Erfolg des Knochenbrechers kamen nicht nur neue Freunde auf den Hof. Seine ungewöhnlichen Methoden und sein selbstbewusstes Auftreten rufen Kritiker und Neider auf den Plan. Knoffi. So, ist wieder gut. Hier muss ein bisschen fehlen, ne? Jawoll. In Wirklichkeit wollen sie mir mein Fell langziehen und lassen sich an den Tieren aus. Hier auf dem Hof ist es schon so gewesen, die haben die Pfaue vergiftet, Ponys vergiftet, Hunde vergiftet. Sie haben versucht, uns das Leben hier schwer zu machen, aber wir sind 800 Jahre auf diese Parzelle und gedenken auch die nächsten 800 Jahre mit unserer Sippe nicht zu verschwinden.